Schönen guten Tag, mein Name ist Miriam Joos vom Mediacon. Spreche ich mit Herrn Hans von Rudersdorf? Von Rudersdorf ist hier, das ist richtig. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Mein Grund des Anrufes ist, Sie haben Gewinnauslosung teilgenommen vom X-Bucks und haben es unter die letzten 20 Finalisten geschafft durch den Eintrag und ein ja, 400 Euro Gutschein gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Herr von der Rudersdorf. Oh, das ist ja sehr, ich bin ja, das ist ja viel, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank. Bitteschön. So, zu den Gutscheinen komme ich gleich zurück. Einmal zu ja. Ihrem Geburtsdatum haben Sie eingegeben, am 4. September, ist das korrekt? Ja, 4. September, 51. Das habe ich auch stehen, Dankeschön. Und alle 20 Finalisten haben zusätzlich die Chance, eines der 10 Hauptpreise zu gewinnen in 2 Monate bei der Finalziehung. Ich gehe in ganz 2 Monaten? Jawohl. Und ich gehe ganz kurz die Preise mit Ihnen durch. Sie können sich die ersten 3 Plätze entscheiden, ob Sie den Sachpreis oder Bargeldgewinn haben möchten. Nochmal, was war das? Ob ich was haben kann? Entschuldigung. Von den ersten 3 Plätzen dürfen Sie entscheiden, ob Sie den Sachpreis oder Bargeldgewinn haben möchten. Ach so, das ist nett, wenn Sie ein bisschen langsam sprechen. Ich kann nicht mehr so gut hören. Ne? Das ist sehr, sehr nett von Ihnen. Entschuldigung, mache ich gerne. Nein, brauchen Sie sich doch nicht zu entschuldigen dafür, dass ich nicht mehr gut hören kann. Das ist mir ja fast peinlich, wenn Sie sowas sagen. Nein, dass ich zu schnell gesprochen habe. Ach so. Also auf dem ersten Platz haben wir ein VW Touareg oder 82.000 Euro. Was darf ich eintragen für Sie? Was war das erste nochmal bitte? Ein VW Touareg, ein Geländewagen. Ein Auto ist das? So ein Jeep oder ein Humvee oder wie man da sagt? Ganz genau, ein VW Volkswagen. Ja, ja. Touareg, ein Geländewagen ist das. Oder? Das hört sich toll an. Oder 82.000 Euro. Was kostet denn das Auto? Also es ist der Gegenwert von Auto. Ach so, das würde 82.000 kosten, wenn man das kauft. Jawohl. Ist das denn Elektroauto? Also ein Hybrid. Das heißt, man kann beides benutzen? Ganz genau. Ja, dann nehme ich doch das Auto, ne? Das hört sich gut an. Weil ich wohne ja hier im Bayerischen und wir machen gerne mal einen Ausflug nach Altsauerberg zur Burgruine. Da ist so ein altes Schloss, ne? Aber da kommt man mit einem normalen Auto, ist das schon schwierig, weil das da halt steil den Ogerberg hochgeht. Ja. Und da wäre so ein Geländewagen, das müsste ja so ungefähr vergleichbar sein mit dem Ford Ranger, ne? Was hat das für eine Farbe, das Auto? Ist das blau? Das ist, soviel ich weiß, grau. Was war das, grau? Grau, jawohl. Grau. Ja, das hört sich doch gut an. Ne? Ein graues Auto geht, das passt gut. Ne? Das kann dann auch, ne, weil so ein weißer Geländewagen wäre ja komisch, da wird man ja immer sehen, die werden ja dann dreckig, ne, wenn man da durch den Wald fährt. Ja, ja, ja. Oh, ich freue mich richtig. Okay, dann trage ich das Auto ein. Und das sind jetzt noch 20 Leute, die das Auto vielleicht gewinnen können. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ganz genau. Die Chancen liegen bei Ihnen bei 50%. Wow. Und das ist ja. Ich kann das gar nicht glauben. Das ist ja. So. Das habe ich vor 3 Tagen oder so habe ich da doch erst mitgespielt, ne? Weil das ist eine bundesweite Verlosung. Jeder wollte was anderes gewinnen, hat sich woanders auch registriert. Und durch den Eintrag von Ihnen sind Sie jetzt an uns weitergeleitet worden und sind jetzt in der Finale, ja? Das ist genial, weil ich war da auf der, ich habe ja so ein paar Zeitschriften abonniert, die ich gerne mag. Und da habe ich mir auf der Online-Seite von der Maulwurf am Morgen, da bin ich dann auf aktuelle Gewinnspiele gegangen und da war das mit der Xbox dabei. Wird die denn jetzt auch noch verlost oder gibt's jetzt ein Auto stattdessen? Da kommen Sie noch, also bekommen Sie noch zusätzlich noch Bescheid, ja? Auch noch, das ist ja phänomenal. Okay, so und besitzen Sie eine Immobilie, Herr von Rudersdorf? Ja, ja. Denn die Frage ist deshalb, auf dem 2. Platz haben wir ein Tiny House oder den Gegenwert von 30.000 Euro. Oh, das ist so diese Miniaturhäuser zum drin wohnen, ne?
Ganz genau, wo man es auf dem Gelände abstellt. Das finde ich toll, weil mein Enkelsohn, ne, der ist so ein bisschen so mit Überlebenssachen, der geht immer so mit dem Rucksack und mit dem Schlafsack in den Wald und kommt dann zum Glück bisher immer wieder. Und er hat dann aber auch gesagt, er würde sich dann gerne so ein altes Förstereigrundstück holen und sich da so ein Haus hinstellen. Wird das angeliefert oder muss man das selber bauen? Das wird geliefert. Und ist das dann so wie bei Lego, dass man das zusammenbaut? Oder wie ist das schon fertig, wenn das kommt? Das ist fertig. Das ist ja großartig. Ja, dann nehme ich das auf jeden Fall, das Häuschen, bitte. Okay, dann trage ich das Häuschen. Weil die sind ja im Häuschen. Jawohl. Auf dem dritten Platz haben wir eine Reise auf die Malediven oder 15.000 Euro. Wo ist denn Maledivien? Das ist eine Traumreise auf die Malediven. Ja, aber wo ist das? Wo es warm ist. Warm ist gut, aber welches Bundesland ist das? Das ist in... Einen Moment... Waren Sie noch nicht da? Haben Sie auch nichts gehört? Nee, das sagt mir jetzt so nichts. Also ich bin schon in Vietnam gewesen, Nordkorea waren wir letztes Jahr, sind wir nach Kuba gewesen zum Internationalen Jahrestag der Kommunistischen Partei, aber das, was Sie da jetzt sagen, das kenne ich nicht. Das ist in Asien. In Asien? Was wird da gesprochen? Chinesisch oder Japanisch? Wissen Sie das? Oh, keine Ahnung. Na gut. Ni hao. Ich kann da ein bisschen, ne? Da komme ich schon zu. Ah, da würde ich auch die Reise nehmen, weil das kann man ja, so eine Erfahrung kann man mit Geld ja gar nicht ersetzen, ne? Okay, dann trage ich die auch ein. Auf dem vierten Platz haben wir nur ein Bargeldgewinn in Höhe von 2.500 Euro. Das ist toll. 5 bis 10 sind verschiedene Wertgutscheine in Höhe von 500 Euro. Und da wir 20 Endfinalisten und 10 Hauptpreise haben. Oh, ist das toll. Ich kann gar nicht oft genug Danke sagen. Ich freue mich so. Also haben Sie die 50%ige Chance, eines der großen Preise zu gewinnen in 2 Monate. Und in 10 bis 14 Tagen bekommen Sie mit Ihrem Gewinne Ihren zugesagten Gewinn, also von 400 Euro zugesandt. Das wäre die Reise, Energie und Bargeldgutschein. Nochmals herzlichen Glückwunsch, Herr von Rudersdorf. Was war das? Tankgutschein? Nein, das ist eine Reise, Energie oder Bargeldgutschein. Was ist denn ein Bargeldgutschein? Das widerspricht sich doch. Ein Bargeldgutschein ist ein Bargeldgewinn, Herr von der Rudersdorf. Also so ein Verrechnungscheck oder wie? Nein, das bekommen Sie überwiesen. Ach so, ja, dann ist es ja aber kein Gutschein, deswegen habe ich nachgefragt, Entschuldigung. Nein, ist schon gut, das nennt sich dann halt Gutschein, weil das eine, aber das ist ein Bargeldgewinn. Ein Bargeld, ja gut, jetzt verstehe ich das auch. Entschuldigung, ich bin nicht ganz so gut mit so Banksachen, ne? Nein, ist schon gut. Und die Gutscheine, die sind 2 Jahre gültig, übertragbar und in voller Höhe einlösbar. Sie bekommen auch einen Internetlink mit Ihrem persönlichen Zugangsdaten. Das wird Ihnen auch hinterlegt sein. Da können Sie jederzeit auf der Webseite das Ganze nochmal in Ruhe durchlesen und nachschauen, ja? Haben Sie mir das denn schon zugeschickt an die E-Mail-Adresse? Nein, das bekommen Sie mit der Post zugesandt. Die Internetlink und mit Ihrem persönlichen Zugangsdaten, das wird mit dabei sein. Auch ach so. Zugesandt. Mit der Post, ja? Oh, ich freue mich so. Da können Sie jederzeit das Ganze nochmal in Ruhe durchlesen, was wir jetzt gerade zusammen gemacht haben. Ja. Und nachschauen, ob Ihr Name auch mit dem 19 Finalisten auch registriert ist, ja? Das Ganze. So machen wir das. Ich bin Ihnen so dankbar. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Danke auch. So, und dann hätte ich noch eine zusätzliche Frage zur Marktforschung allgemein. Zu was bitte? Zu der Marktforschung. Marktforschung, allgemein. Ja, Entschuldigung, habe ich nicht verstanden. Nee, ist schon gut. Haben Sie einen Pflegefall in der Familie? Ja, meine Frau. Okay, wünsche gute Besserung und Ihnen viel Kraft. Ich glaube nicht, dass das nochmal wird, aber vielen Dank für Ihre Anteilnahme.
Ich hoffe, ist es nicht so schlimm, oder? Nee, wir hatten einen Autounfall, ne? Und sie kann jetzt halt nicht mehr laufen, ne? Die ist ja, sag mal, so weit noch. Das ist ja das Wichtigste, im Kopf noch ganz fit. Und alles andere kriege ich auch irgendwie hin, aber das ist natürlich nicht mehr so einfach wie früher. Auch gerade, wenn man selber schon langsam älter wird, ne? Also ich merke auch, dass ich kein junges Zicklein mehr bin, wie früher, ne? Ist mal wie so eine junge Ziege immer den Berg hoch und runter und jetzt, ja, irgendwann wird man halt alt, ne? Da kommt nicht. Aber da sind Sie ja noch weit weg, Sie sind ja bestimmt gerade mal 20, oder? Nein, 44. Na, das können Sie mir jetzt aber nicht erzählen. Doch, 44. Nee, das glaube ich Ihnen nicht, bei aller Liebe. 13.07.78 bin ich geboren. Dann haben Sie ja aber, Sie hören sich sehr, sehr jung an, das großes Kompliment. Haben Sie immer schön mit Olivenöl bestimmt, ne? Weil das schont ja die Stimme. Ich sag, das krieg auch immer Komplimente und das ist meine Frau, die ist Italienerin, ne? Damals nach dem Krieg, ne? Die hat's da hierher verschlagen und die hat immer gesagt oder sagt immer, dass man das Olivenöl für die Stimme, ne? Das ist, wo andere, sagen wir mal, Mundgurgeln machen. Mit diesem chemischen Zeug da aus dem Supermarkt, da nimmt man Olivenöl. Das nimmt man so, nur so ein bisschen, ne? Also nicht so ein Becher voll. Mhm. Und das tut halt sehr gut, ne? Man sollte das nur nicht. Man sollte das nur nicht zusammen mit Feuerspuckübungen machen, das kann gefährlich werden. Aber dass das sowieso die wenigsten Menschen praktizieren, ist da die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass das passiert, ne? Okay. Und da Sie jetzt bereits einen garantierten Gewinn von 400 Euro haben, und zusätzlich die 50% Chance auf eines der 10 Hauptpreise, bekommen Sie wie die 19 Finalisten einen Werbeträger, eine Sponsorenzeitschrift für 24 Monate. Davon sind 2 Monate gratis, wofür Sie nur halbjährlich zahlen, aber erst nachdem Sie Ihren Gewinner in den Händen haben. Und Ihnen. Was war mit den Indern? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Indien? Nein, in den Händen haben. Ach so, Entschuldigung. Das ist so laut bei Ihnen. Wie viele Leute arbeiten da? Also es arbeiten schon recht viele, weil wir müssen ja die Post fertig machen für 21 Finalisten. Und deshalb beeilen wir uns, dass jeder erst den Gewinn bekommt, danach den Zeitschrift, den Kostenträger, ja? Ja, ja. Ich frage ja nur, weil das so laut ist, ne? Das ist ja bestimmt auch schwierig für Sie, dann die Leute richtig zu verstehen, ne? Ja, man muss arbeiten. Ich weiß. Ohne Arbeit hat man nichts. Man kann nichts kaufen, nichts weiterleben. Man muss arbeiten. Also heute kann man ja, gut, ich bin ja schon länger in Rente, ne? Aber heute kann man ja auch kaum noch Sachen kaufen, wenn man arbeiten geht. Das ist ja alles so teuer geworden. Ganz genau. Wir haben jetzt letzten Monat, da war halt auch die Entscheidung, bezahlen wir die Medikamente, weil die Krankenkasse, die zahlt ja auch fast nichts mehr. Zahlen wir die Medikamente für meine Frau oder hole ich mir neue Winterschuhe? Weil meine Schuhe, die waren halt, das ging nicht mehr, ne? Das versucht nochmal mein Bruder, der ist Schuster im Ruhestand, ob der das nochmal reparieren kann. Aber ich sag mal, ich musste mich dann halt entscheiden und habe dann halt natürlich die Medizin für meine Frau genommen. Und jetzt habe ich halt immer kalte Füße. Ne? Da muss ich jetzt nochmal ein bisschen eben gucken, wann das wieder möglich ist. Ne? Aber man muss ja, das ist ja alles so teuer geworden. Ja, leider. Ist nicht schön. Nein, ist leider so. Ja, da kann man ja nichts machen. Ne? Nein, man muss durch. Ja, da müssen wir durch, ne? Bis das alles wieder normal wird im Prinzip. Ganz genau. Möglichst bald, hoffentlich. Ich hoffe es auch, möglichst bald, jawohl. Kommen Sie denn gut klar mit Inflation und so, weil bei den arbeitenden Menschen, da ist ja, die müssen ja auch immer noch zur Arbeit fahren und alles, aber ich muss ja nicht mehr los, aber es ist ja trotzdem wirklich erdrückend, ne? Man muss arbeiten, weil wenn man schon 3 Kinder dann zu Hause hat, in die Schule gehen. Oh ja. Man muss arbeiten. Ja, Sie haben 3 Kinder zu Hause. Ganz genau. Oh, das ist schön. Kinder sind ein ganz großer Segen im Leben, ne?
Ja, wenn sie klein sind, dann ist es kein Problem. Aber wenn die immer erwachsen werden, dann kommen die Probleme, die Ja, Kosten ja. mehr. Ich weiß, da bin ich, das habe ich ja alles hinter mir. Ne? Mein Sohn, der war da relativ anspruchslos. Der wollte einmal so im Halbjahr so eine neue Jeanshose. Da waren die gerade die Schlaghosen ganz, ganz in Mode. Aber meine Tochter, ich sag Ihnen, da ging das los, ne? So, bisschen Pferdereiten, bisschen Playmobil, bisschen Lego. Und dann von einem Tag auf den anderen wollte sie sich schminken, die Nägel gemacht haben, sieben verschiedene Shampoo. Flaschen, drei verschiedene Handseifen. So wie kann ich doch gar nicht arbeiten, ne? Ich kenne das auch von meiner Tochter. Ich habe zwei Jungs und eine Tochter. Ich kenne das von meiner Tochter. Ach, ist sie auch so? Aber so sind die wahrscheinlich fast alle in dem Alter. Ganz genau, Die ganz genau. einen, Die Jugend. ja, die einen gehen zum Militär und die sind auf dem Boden geblieben und die anderen, die ziehen sich an, wie diese, was man da bei Instagram und YouTube immer sieht, wie die sich da anziehen. Das ist ja ganz schlimm, ne? Ja, also zum Gott sei Dank zieht sich meine Tochter so nicht an. Sie schminkt sich gerne und macht die Nägel gerne. Ja, das ist Das ja auch ein Einzige, was. bisschen, ist ja auch nicht, aber wenn das Kind dann, sag ich mal, mehr Gips auf der Wange hat als mein Haus, dann wird es halt kritisch, ne? Aber da liegt es dann halt an guten Eltern. Also ich habe das damals auch nicht gestattet, natürlich, dass wir das halt alles irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, im Griff halt behalten, ne? Ich muss mir daher zum Glück jetzt keine Gedanken. Sie ist auch nicht so geblieben. Das war dann so die Teenagerphase und jetzt ist sie, sag ich mal, ist sie ganz anständig geworden, hat auch eine gute Karriere eingeschlagen und ja, das passt. Das ist schön, das ist schön. Und ihre gehen alle noch zur Schule, sagten sie, ne? Ganz genau, ganz Schön, genau. ganz schöne Sache. So, Ja. und Ihnen ist vorher von Rudersdorf, die Zeitschrift. Also Bester ich Wissenschaft. merke, dass Sie so ein bisschen Probleme mit meinem Namen haben. Sie dürfen auch einfach Hans sagen. Sie haben mir so ein schönes Geschenk überbracht. Da biete ich Ihnen das gerne an, wenn das einfacher ist für Sie. Nein, Man. das mache ich nicht, das darf ich nicht. Also, das ist nicht meine Art zu Respekt, das kann ich nicht sagen. Tut mir Auch leid. wenn ich Ihnen das anbiete? Nein, also ich bin da. Dann fühle ich mich respektlos. Das mache ich nicht. Na gut, Das mache ich wollte es zumindest angeboten haben. Das ist nämlich das, was ich unter Respekt verstehe. Aber da hat man halt verschiedene Auffassungsformen, ne? Das ist sehr lieb von Ihnen. Danke vielmals. Ja, manchmal bin ich das. Ich passe mich an, weil Sie sind ja auch so freundlich zu mir, ne? Und tun mir Danke. sowas Gutes. Da freue ich mich sehr drüber. Danke. So, und Ihnen ist die Zeitschrift Bild der Wissenschaft aus dem System aus eingegeben. Darf es bei dieser Zeitschrift bleiben als Werbeträger oder möchten Sie in anderen Bereichen wechseln? Was war das jetzt? Bild des Frauenknast? Nein, Bild der Wissenschaft. Warum? Nee, das interessiert mich jetzt nicht. So, haben Sie irgendwas mit Garten oder so? Also im Gartenbereich, tut mir leid, also da wir kein Verlagshaus sind, haben wir nicht so viele Auswahl zu Ach so. entscheiden. Was haben Sie denn? Dann machen wir es doch so rum. Okay, wir machen also, wir haben im Auto-Motorradbereich Aha. Wissenschaft wie die Geo, im Finanzen, Kapital, Nachrichtenbereich, Manager-Magazin und was für die Damen oder im Fernsehbereich. Was gibt's denn für die Damen? Vielleicht kann ich. Die Zeitschrift heißt Brigitte und da ist also über Kultur, Psychologie, Medizin, Umwelt und Wohnen. Wäre das vielleicht Auswahl? Ja, das können wir nehmen. Ja? Gesundheit. Ist schon, Dankeschön. Dankeschön. Na gern Für uns doch. alle. Für uns alle. Ja, auf jeden Okay, Fall. dann nehme ich die Zeitschrift Bild der Wissenschaft raus und trage die Brigitte ein, ja? Dass Ja, man da, so soll ich machen wir jemand. das. Okay, dann machen wir das. Dürfen wir denn Ihren Namen in den Sponsorenzeitschrift als Gewinner veröffentlichen oder möchten Sie lieber anonym bleiben? Oh, kann man da auch in, also ich habe, weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, ich habe früher Bücher geschrieben. Kann man da auch den Autorennamen eintragen? Also da wird jetzt nur der Hans von Rudersdorf eingetragen werden, oder? Nee, Wenn Sie sagen. der Künstlername, ob man den da reinschreiben kann, weil der weicht ja ab.
Die Leute, die meine Bücher lesen, die wissen ja gar nicht, wie ich wirklich heiße, ne? Damit die hier nicht hinpilgern und ich immer rufen muss, runter von meinem Grundstück. Da habe ich ja nicht so viel Lust drauf gehabt. Okay, das wäre dann? Geht das denn? Ja, das wäre? Hans, also der Vorname bleibt gleich. Ja. Und als Nachname Maulwurf, wie das Tier im Garten. Maulwurf, okay. Hans Maulwurf. Okay, dann tragen wir das auch so ein. Ich habe ja einen Doktortitel von der Hans-Maulwurf-Universität für sinnlose Studien. Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Ne? Das freut mich. Dann freue ich mich, dass ich Sie kennengelernt habe, auch durchs Telefon. Ja, ich bin Ihnen zum Danke verpflichtet. Von wo rufen Sie denn an, sagen Sie mal? Von Dortmund. Dortmund, ja, das ist ja doch ein bisschen, sonst hätte ich gesagt, wenn ich hier den Geländewagen, ne, da komme ich Sie mal abholen, dann gehen wir mal einen Kaffee trinken, dann kommt meine Frau auch mal ein bisschen raus, ne? Das wäre sehr lieb. Das Welt ist klein, man weiß ja nie, was kann vielleicht sein, weil er auch vielleicht auch nicht, aber es ist sehr nett für die Einladung von Rudersdorf. Danke, also man weiß nie, wann wir uns dann wieder vielleicht nochmal sehen werden oder nicht. Ja, schauen wir mal. Das steht ja noch nicht fest, ob es jetzt das ganz große Ticket wird oder doch in Anführungszeichen nur was anderes. Aber schauen wir mal, ne? Für wie viele Leute ist eigentlich diese Reise, die man da gewinnen kann? Das habe ich, glaube ich, gar nicht gefragt. Für 2 Personen. Das ist gut. Da kann ich ja meine Frau mitnehmen dann, falls es das wird. Und wie lange ist das? 2 Wochen. So lange? Und dann Vollpension oder wie muss ich mir das vorstellen? Vollpension. Oh, das ist gut, da kann ich mir mal, was ist denn das Nationalgetränk? Also bei den Japanern wäre es Sake gewesen, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ist das Makedonien, wo wir denn hinfliegen, ne? Das wüsste ich auch nicht, was da also ein Getränk als angeboten wird, da weiß ich auch nicht, da war ich noch nie. Ich habe auch mich nicht nur erkundigt. Aber das war doch Makedonien, das Land, ne? Nein. Malediven. Ach so, Malediven, ja. Ja. Kann mir nicht, muss ich mir mal aufschreiben. Malediven. Jawohl. Und das ist ein Land oder ein Staat oder was ist das? Das ist ein, also es ist in der Strand, da ist nur Sand und Meer. Also eine Insel oder eine Halbinsel. Jawohl. Das war jetzt eine Entweder-Oder-Frage und Sie haben ja gesagt. Ist das eine Insel oder eine Halbinsel? Das ist eine Insel. Das ist großartig. Ist das bei Kuba da auf der Ecke? Also da müsste sie sich selber noch erkundigen. Da könnte ich, also wenn ich jetzt was sage, dann wäre es falsch, ja? Nein, ich will sie da ja auch nicht in Verlegenheit bringen. Ich muss mal, ich habe hier George Bush, großen Weltatlas der Demokratie. Da werde ich nachher mal reingucken. Da finde ich das bestimmt. Ja, ganz bestimmt. Ja. Ja, dann nehmen wir doch das Heftchen da von meiner Frau. Dann freut die sich. Jawohl, dann habe ich auch eingetragen, so, die Zeitschrift Brigitte, den bekommen Sie nur für 24 Monate, nachdem Sie Ihren Gewinn in den Händen haben und zahlen dann halbjährlich 54,60 Euro, Herr von Rudersdorf, ja? Ja, hat das eigentlich einen tieferen Hintergrund, dass Sie so oft meinen Namen sagen? Probieren Sie das gerade zu lernen? Nein, wenn Sie nicht möchten, dann sage ich das nicht. Nee, ich wundere mich nur, weil Sie haben ja Schwierigkeiten mit dem Namen und machen das. Ich will ja nicht, dass Sie sich wegen mir schlecht fühlen. Ne? Ich möchte ja immer, dass es anderen Menschen gut geht in meiner Umgebung. Aber ne? wenn ich jetzt einfach so sagen würde, dann fühle ich mich noch ganz komisch. Ach, das ist... Na gut, dann lasse ich Sie mal machen. Ne? Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, ne? Also ich will nicht unhöflich sein, wenn ich jetzt nur sage, ja, Sie bekommen die Zeitschrift nur dafür und dann. Na gut. Das war's. Wenn ich aber jetzt Ihren Namen auch mitsage, dann fühle ich mich viel besser, weil als wären Sie ein Freund, ein Kumpel von mir. Dann fühle ich mich viel besser. Ja, mit so netten Menschen umgebe ich mich gerne. Das, für mich ist das in Ordnung. Ich wollte nur nicht, dass Sie sich schlecht fühlen, ne? Nein, ist schon gut. Ich fühle mich ganz gut. Ach, Sie sind eine ganz Süße, so von der Art her. Also wirklich, sag mal, so Menschen müsste es mehr geben. Hier so bei der Bank, im Supermarkt, auf dem Rathaus, da wäre das alles viel schöner da draußen. Also das Leben ist kurz. Man muss mit jedem sich verstehen, weil wir sind ja Menschen und
Das Leben ist das, also Sie sind ja noch recht jung, dass Sie sagen, das Leben ist kurz, aber das Leben ist so lang, ich kann mich schon an ganz viele Sachen, die ich vor einer Woche gemacht habe, gar nicht mehr erinnern. Das Leben ist wahrscheinlich unendlich. Wir wissen das einfach nur nicht, weil wir es gar nicht speichern können so lange. Wie so ein Computer. Mhm. Ne? Mhm, Könnte ich mir vorstellen. Ganz genau. Oh, sie motivieren mich richtig. Was ich habe so richtig, ich bin ja mit Mandelentzündung auch gerade zu Hause, ne? Habe jetzt ein paar Tage Antibiotikum genommen und habe mich jetzt das erste Mal seit Tagen wieder aufgerafft. Während wir hier sprechen, räume ich gerade meinen Schreibtisch auf. Der war schon so ein bisschen ein Schlachtfeld geworden. Und da haben sie mich jetzt auch zu motiviert, ne? Okay, aber vergessen Sie bitte nicht, viel Wasser zu trinken, weil Sie Antibiotikum nehmen, dann müssen Sie also viel Wasser trinken. Ja, ist schlecht für die Nieren. Ich weiß, ich habe hier den guten Brennnesseltee, weil das fördert ja die Harnbildung, ne? Dann ist es sehr gut, okay. Ja, ich bin sehr interessiert so in Kräuterkrams und all sowas. Ich habe einen Kräutergarten hier hinten. Interessieren Sie sich da auch für? Ja, ich habe sogar in meinem kleinen Blumentopf, also nicht so einen kleinen, ganz großen, da habe ich Pfefferminz. Oh, das ist auch gut. Also wir haben hier ja auch diverse, ich habe hier Liebstöckel drin, das ist ja quasi dieses Zeug, das nennt man auch Maggi-Kraut, das wo diese Maggi-Soße danach schmeckt, das wissen die wenigsten Leute. Ich habe Spitzwegerich, das Zeug, das immer an den Wegen wächst, darum heißt das so. Dann haben wir, das ist noch gar nicht so lange her, da hat mich der Stadtflorist, das ist so ein Marokkaner, der heißt Baraka, draufgebracht. Das ist eine Pflanze, die, sagen wir mal, sorgt sehr für Erheiterung. Da habe ich jetzt 5 Scheidrian-Pflanzen auch stehen. Die sind, sagen wir mal, sehr wohlschmeckend. Und halt dann auch noch so das Übliche, was man halt für die Küche braucht, ne? Basilikum und all sowas, ne? Weil das ist halt das auch, ich habe ja, wenn ich schon kein Geld für Schuhe habe, ne, muss ich mir immerhin die Sachen nicht kaufen, die anderen. Die kann man selber im Garten ranzüchten. Ganz genau, ganz genau. Und sind noch gesünder. Auf jeden Fall. Und es ist nicht um die halbe Welt geflogen. Ganz genau, und sind gesunde, auf jeden Fall. So, so die Zeitschrift, ja. Brigitte, den bekommen Sie nur für 24 Monate. Das sind 2 Jahre und Sie sagen nur. Nachdem Sie Ihren Gewinn in den Händen haben und zahlen dann halbjährlich 54,60 €, den Sachwertgewinn, das ist die Reise- oder Energiegutschein, das bekommen Sie an Ihrer Anschrift nach. Hindenburgstraße 112b 95445 in Bayreuth, korrekt? In Bayreuth, genau. Was war die Adresse? Ich habe jetzt gerade so ein Knacken in der Leitung gehabt. Das sind bestimmt wieder die Meerschweinchen. Hindenburgstraße 112b. Ja, das B war ganz wichtig, weil nebenan wohnt nämlich einer, der hat so einen ähnlichen Namen. Und dann geht die Post zu dem, wenn ich das B vergesse. Das ist gefährlich, da frage ich lieber nochmal nach. Das ist sehr lieb von Ihnen. Er heißt nämlich von Grottersdorf, ne? Das ist ja nicht, aber dieses von, ne? Da guckt der Postbote nur auf das von und dann kommt die Post nicht an. So, und wo möchten Sie Ihren Bargeldgutscheingewinn von 400 € ausgezahlt haben? Mit welcher Bank arbeiten Sie zusammen? Nur den Banknamen, Herr von Rudersdorf? Oh, nee, da haben Sie mich falsch verstanden. Ich arbeite nicht mehr. Ich bin in Rente. Ja, also, aber mit welcher Bank arbeiten Sie dann zusammen? Wo möchten Sie Ihren Gewinn haben? Sie meinen, wo ich mein Konto habe? Ganz genau, mit welcher Bank arbeiten Sie? Sagen Sie, Sparkasse Frankfurt. Da habe ich mal gewohnt früher. Ach so, waren Sie in Frankfurt vorher? Ja, Frankfurt am Main, ne? Da habe ich meine, wie sagt man, Buchhandlung ist jetzt das Studio, also mein Büro, wo ich halt geschrieben habe, ne? Wegen der Frankfurter Buchmesse da, ne? Das hat immer gepasst. Okay, das wäre die Frankfurter Sparkasse? Genau. In Frankfurt. Okay, da habe ich nämlich die Bankleitzahl stehen. Wussten Sie, dass es auch noch ein anderes Frankfurt gibt? Nein, wusste ich nicht. Na, es gibt ja Frankfurt am Main, dann gibt es noch Frankfurt an der Oder, das ist da bei Berlin oben. Und dann gibt es in Sachsen gibt es noch Frankfurt an der Otter. Das ist in der Nähe von Otterbach und Otterdam. Mhm. Das sind also ganz lustige Namenskonstellationen. Ja. Ne? Frankfurt am Main. Und Frankfurt an der Otter. Otter.
Wow. Also wie der Otter im Teich drinnen, ne? Ja. Danke, dass Sie es gesagt haben. Ja, gerne doch. Ich mag Tiere. Man lernt. Ja. Wie alt man ist, das ist sehr schön. Die jungen Leute, ne, die hören einem ja oft nicht zu, ne, weil sie sagen, die alten Leute, die erzählen ja nur Quatsch. Sicher möchte ich auch einfach mal ein bisschen was erzählen, weil mir langweilig ist, aber ich habe auch viele Sachen erlebt, die man mal erzählen kann. Wir haben zum Beispiel hier auch mal den Fall gehabt. Wir sind hier im Bayerischen ja ziemlich ländlich. Da gibt's hier im Wald, sagen wir mal, ein ausgedehntes Gelände, wo halt sehr viele Füchse leben. Und dann ist halt durch die globale Erwärmung sind ja die asiatischen Kurzkrallenotter, also so kleine Otter wie so eine Katze in etwa, die haben sich hier dann angesiedelt und haben halt angefangen, hier an den Flüssen ihre Dämme zu bauen, weil Otter bauen ja immer Dämme aus Holz, ne? Das haben sie sich ja schon mal im Fernsehen gesehen. Und dann haben die sich richtig bekriegt, das ist eine richtige Schlachten geworden, weil die Füchse die Otter halt wieder loswerden wollten und die haben halt gesagt, nee, wir wohnen jetzt hier. Ich habe da sogar Fotos und Videoaufnahmen von. Ach, das ist sehr schön. Okay. Das ist ziemlich brutal. Also ich wollte das mal dem Naturwissenschaftlichen Museum in Emskirchen, die sind ja spezialisiert auf Ogerkunde, denen wollte ich das zur Verfügung stellen, aber die haben gesagt, das ist zu brutal. Ja. Weil man da halt sieht, wie die kämpfen, ne? Und da geht's ja um Leben und Tod, wenn die da... Ja. So, und das wäre die Frankfurter Sparkasse in Frankfurt am Main mit der Bankleitzahl 500, 502 und dann die 01. Ist das richtig? Oh, das weiß ich nicht. Also ich frage nämlich deshalb nach, nicht, dass Ihre Bargeldgewinne in anderen Händen überwiesen wird. Und ich bekomme nachher von Ihnen Ärger. Oh nee, das wollen wir ja nicht. Ich kann Ihnen ja aber auch mal, wenn das einfacher ist. Früher waren ja Kontonummer und Bankleitzahl immer getrennt. Aber ich habe jetzt hier im Prinzip nur noch diese IBAN mit dem DE dran vorne. Ich weiß gar nicht, was davon jetzt die Bankleitzahl ist und was nicht. Die Bankleitzahl ist bei der neuen Karte nach DE. Da kommen zwei Ziffern und dann kommt die Bankleitzahl. Und wie weit geht das dann? Also das sind dann 500, also 8 Ziffern sind die Bankleitzahl. Und die restlichen 10 Ziffern, das sind die Kontonummer. Warten Sie, ich guck mal eben, das ist ja alles wieder sehr interessant. Mensch, da sind ja ganz viele Leute bei Ihnen im Hintergrund, das kann man hören. Wie viele sitzen denn da? 9. 9? Das hätte ich jetzt auf mehr getippt. So, sind Sie soweit? Ich habe die Karte jetzt mal rausgeholt. Das ist im Prinzip DE 727 805. Ja. Und dann kommt eine 0. Ja. Noch eine? Ja. Noch eine und zwei weitere? Ja. Dann komm, haben Sie das aufgeschrieben? Ja. Wie viele Null haben Sie? Ich habe 2, 4, 5 Nulle. Das ist korrekt. Dann kommt dreimal die 2? Ja. 8, 8? Ja. Jetzt ist sie mir runtergefallen. Einen Moment bitte. Was habe ich zuletzt gesagt? 8, 8. Ja, 5022. Also 885022, korrekt? Das ist korrekt. Okay, so, dann bedanke ich mich erstmal für Ihren Vertrauen an mich und werde mich ganz kurz zusammenfassen für Sie. Was wollen Sie machen? Ich werde mich ganz kurz zusammenfassen. Ach so. Von Rudersdorf. Bevor Sie den Anruf von der Post- und Kontrollabteilung bekommen, ja? Von der Postabteilung? Postabteilung. Ach so, wozu denn? Damit Sie die Gewinne rausschicken können, fehlerfrei. Ach so, die gucken da nochmal drüber. Ganz genau, zu Ihrem Sicherheit wird das nochmal kontrolliert und bestätigt nach meinem Arbeit. Ach so. Ja? So.
ich bin die Miriam Joost, ihre persönliche Sachbearbeiterin. Ich bin diejenige, die am 7. April bei Ihnen nochmal meldet bei der Finalziehung, ja, Herr von Rudersdorf? Wann ist das? Am 7. April. 7. April ist ja noch voll lange. Das geht schnell vorbei, die 8 Wochen, die sind noch nicht so lang. Na, wenn Sie mal so alt sind wie wir, ne, und man nicht weiß, wie man Schuhe kaufen soll, dann sind 8 Wochen eine lange Zeit, ne? Ist die Frau, wer ruft da denn an? Können wir da ein Passwort vereinbaren? Also ich rufe in 2 Monaten an. Und nein, von der Post, wer da anruft. Also das ist unterschiedlich. Mal ist es ein Herrschaft, mal ist es ein Frauchen. Ja, das kann ich Ihnen jetzt nicht leider sagen, wer Sie anrufen wird. Aber okay, na Sie gut. Bekommen den Anruf von den Herrschaften, also von den Damen oder den Herren. Ja. Und Sie bekommen auch eine Rückrufnummer für Fragen. Ja, können wir denn da für die, wenn Sie jetzt nicht wissen, wer mich da anruft, können wir da ein Passwort aufschreiben, dass die sich damit bei mir melden? Also da werden Sie auch sagen, dass warum Sie angerufen haben und werden mit Ihrem Namen Sie sagen. Ja, mein Name steht ja im Telefonbuch. Mir wäre das schon lieb, wenn wir da ein Passwort aufschreiben können. Was für ein Passwort denn? Nein, dass die dann sagen, dann weiß ich, dass die von Ihnen anrufen. Nur zur Sicherheit, ne? Nein, natürlich. Sie werden auch sagen, dass ich Ihre Sachbearbeiterin bin, ja? Die Miriam Joost. Deshalb vergessen Sie bitte meinen Namen nicht, ja? Miriam Joost. Gut. Jawohl. Ich habe das aufgeschrieben. Ich kann mir das sowieso nicht merken sonst, ne? Das ist sehr lieb von Ihnen. Wann rufen die denn an? Weil ich muss meine Frau auch bald noch zur Dialyse bringen. Innerhalb in 5 Minuten, Herr Frau. Ach ja, das passt. Okay, das ist sehr lieb. Und die sind hoffentlich auch so nett wie Sie. Das sind sie auf jeden Fall. Das sind sie auf jeden Fall, ja? Wir sind alle lieb. Das ist gut. Okay, so. Den Gewinn von 400 Euro, das ist die Reise-, Energie- und Bargeldgutschein, bekommen Sie in 10 bis 14 Tagen zugeschickt. Die Zeitschrift, die Brigitte, bekommen Sie für 24 Monate, davon sind 2 Monate gratis und Sie zahlen halbjährlich 54,60 Euro, nachdem Sie Ihren Gewinne in den Händen haben. Denn danach bekommen Sie eine schriftliche Mitteilung, wann Sie die Zeitschrift bekommen und wann die abgebucht werden darf. Also Sie bekommen erst die Gewinne, danach einen Abbuchungstermin, damit Sie sich darauf vorbereiten können, ja? Und Bescheid wissen, Herr von Rudersdorf. Ja, das habe ich verstanden. Ich habe mir das in Stenografie aufgeschrieben. Ich kann mir das sonst nicht merken. Ich habe ja immer schon Mühe, mir zu merken, was meine Frau morgens für Tabletten kriegen muss und welche abends. Weil wenn ich das vertausche, das ist nicht gut für sie, ne? Nein, um Gottes Willen. Weil die am Abend, die sollen wegen den starken Schmerzen halt, damit sie schlafen kann, ne? Und wenn ich ihr die morgens gebe, dann schläft sie ja den Tag über. Das bringt ja nichts. Nein. So, und wie ich schon vorhin gesagt habe, sie bekommen jetzt einen Anruf innerhalb von 5 Minuten. Ja. Das dauert höchstens 1 bis 2 Minuten. Die Herrschaften werden Ihnen eine Rückrufnummer geben für Fragen. Ja. Ihre Geburtsdatum werden noch einmal abgeglichen und Ihr Gewinn von 400 Euro, das wird Ihnen bestätigt. Und für die Sponsorenzeitschrift 54,60 Euro halbjährlich abgebucht wird, das wird auch noch einmal erwähnt. Ja. Und bei der IBAN, die letzten 4 Ziffern sagen, Herr von Rudersdorf, das ist die 5022. Denn die Herrschaften kontrollieren hiermit meine Arbeit zu ihrem Sicherheit, dass ich ihre IBAN angetragen habe, nicht meinen eigenen, ja? Oh, das wäre ja nicht nett. Aber gab es das schon mal? Sicherheit. Natürlich, deshalb ist das zu ihrem Sicherheit. Oh, das ist ja schrecklich. Das hat ein Kollege von Ihnen hat das gemacht? Das ist zu Ihrem Sicherheit, Herr von Rudersdorf. Das ist ja schlimm. Sind da so Kriminelle unterwegs, dass die sowas machen? Nein, nicht Kriminelle, sagen wir sowas nicht. Ja, Herr von Rudersdorf. Na doch, wenn Sie sagen, da hat ein Kollege von Ihnen seine eigene Kontonummer eingegeben, das ist ja schon ziemlich kriminell.
Deshalb wird das zu Ihrem Sicherheit nochmal kontrolliert, dass es Ihre Anschrift ist. Ja, ja, das habe ich verstanden. Ich war nur erschrocken, dass jemand sowas macht, ne? Ja, und den Anruf, den Sie jetzt gleich innerhalb in 5 Minuten, wie ich schon gesagt habe, bekommen, den nicht verpassen, das ist sehr wichtig, denn da wird Ihr Gewinn durch die Aufzeichnung noch einmal bestätigt, damit wir die Gewinne fehlerfrei rausschicken können. Und falls die Herrschaften nach meinen Beratungen fragen sollten, legen Sie bitte ein gutes Wort für mich ein. Ich war doch höflich zu Ihnen. Oh ja, das waren Sie. Und darum normalerweise nehme ich diese Kontrollanrufe auch wirklich immer gerne, ne? Weil das ist ja dann meistens so der Punkt, wo so richtig feurig wird. Aber ich hatte ja erzählt, ne, dass ich mir jetzt ja im Prinzip momentan gar keine Schuhe kaufen kann, weil wir so wenig Geld haben und die Medikamente von meinen Frauen, ne, dass das alles so teuer ist. Und sie erzählten hier so, dass sie so ihre Kinder so zu Hause und in der Schule, sind die Kinder denn stolz auf sie, dass sie alten Leuten das Geld wegnehmen? Ich nehme von niemandem das Geld. Na doch, sie sind ja eine ganz miese Betrügerin, ich kenne das doch. Ich kenne diese Masche. Da haben mich schon 100 Leute mit angerufen. Das ist immer der gleiche Trick, den sie probieren. Das ist irgendein Callcenter aus der Türkei, die da anrufen. Da hat sie aufgelegt. Ha, schade, ich habe echt gedacht gehofft, dass sie sich jetzt noch ein bisschen verteidigt, die Alte. Hätte ich doch mal den Kontrollanruf genommen, aber manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. In dem Fall auf jeden Fall ein schön langer Anruf, der mal kein Bitcoin und keine Gewinnhotline war. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Gerade diese Dinger ganz, ganz wichtig, weil die eben auch sehr proaktiv unterwegs sind. Ältere Familienmitglieder informieren. Familienmitglieder, die vielleicht gerade die erste eigene Wohnung beziehen oder sowas, dass die auf sowas nicht reinfallen. Keiner verschenkt was und die sowieso nicht. Aber schön 40 Minuten Arbeitszeit verloren, in denen sie anderen Leuten kein Geld wegnehmen können. Ich freue mich auf einen Kommentar, auf einen Daumen und wenn ihr mal auf Teilen drückt und das ein bisschen in die Welt raustragt. Vielen Dank, Freunde.